Eigentlich sind sie diejenigen, die Leben retten. Jetzt hat Israel in einer Hilfsaktion mehrere hunderte Weißhelme aus Syrien mit ihren Familien in Sicherheit gebracht. Von Israel sollen sie nach Jordanien weitergeleitet werden. Nächste Stationen sind dann Deutschland, Kanada und Großbritannien. Bundesaußenminister Heiko Maas bestätigte die Aufnahme von etwa 50 Menschen, Mitglieder der Hilfsorganisation und Familienangehörige. Es sei ein Gebot der Menschlichkeit, einige von ihnen auch in Deutschland aufzunehmen, sagte Maas der Bild-Zeitung. Mit dem Vormarsch der syrischen Regierungstruppen drohe vielen Weißhelmen Gefahr für Leib und Leben. Die Mitglieder der 2013 gegründeten Hilfsorganisation der syrischen Weißhelme kümmern sich im Kriegsgebiet vor allem um die Bergung von Menschen aus Gebäuden, die durch die Kampfhandlungen zerstört wurden.